regnet und gleichzeitig die Sonne scheint, sieht man meist einen Regenbogen, da das weiße Licht der Sonne durch die Wassertropfen gebrochen wird und somit in seine Einzelteile zerlegt wird. Wir wollten mit unserem Forschungsprojekt herausfinden, wie man ein Spektrum am besten künstlich herstellen kann. Wir haben dazu ein paar Fotos. Lampen, Glaskörper, Magnete, Kristalle, CDs, Sticker.